Der Gipfel der Europäischen Union ist ein wirklicher Fortschritt gewesen. In einer Schicksalsfrage für unseren Kontinent, die Frage der Migration, ist es gelungen, eine gemeinsame Erklärung aller EU-Staaten zusammenzubekommen. Allen ist klar, wir brauchen eine wirksame Begrenzung der Migration, wir brauchen eine Steuerung. Das geht nur, wenn wir in den Außengrenzen reagieren. Das gelingt nur, wenn Europa zusammenhandelt. Und das gelingt nur, wenn wir auch Afrika in diese Lösungen einbeziehen. Und das ist ein großer Erfolg der Bundeskanzlerin, dass sie diesen Kompromiss erreicht hat, obwohl die Staaten sich in den letzten Jahren doch in dieser Frage zum Teil uneinig gezeigt haben. Insofern ein großer Erfolg auch für Deutschland.